Das große Tanzspektakel der Freiwilligen Feuerwehr Vilmar wird zum 6. Mal in der König-Konrad-Halle eröffnet. Tim Fritsch und Adri Dörre gehören zum Organisatorenteam des Tanzspektakels und freuen sich, dass es bereits zum 6. Mal durchgeführt werden kann. Ja, wir hatten in Vilmar schon viele, viele Jahre durch die Feuerwehr immer die Kappensitzung, aber die war irgendwann nicht mehr so gut besucht. Und da wir auch zwei Tanztruppen, einmal das Männerballett Satyangnan und ein Damenballett in der Feuerwehr hatten, haben wir gesagt, wir fahren auch auf andere Tanzveranstaltungen, wir können es mal mit einem Tanzspektakel versuchen. Und das war ein Erfolg. Seit 6 Jahren kommen diverseste Gruppen, Frauen, Männer, Kinder, immer hier nach Vilmar und tanzen hier bei uns, ist ein Austausch mit anderen, den Vilmarer Bürgern gefällt sehr gut. Die Vorbereitungen zum Tanzspektakel laufen bereits seit vielen Monaten und erreichen mit diesem Abend ihren Höhepunkt. Da haben wir Gott sei Dank ein gutes Orga-Team. Hauptverantwortlich sind die Andrea Rosbach und die Adri Kaspari. Die organisieren das immer sehr gut. Wir machen da eine Ausschreibung, also die Tanzgruppen bewerben sich. Mittlerweile im 6. Jahr kennen wir auch schon die ein oder anderen Tanzgruppen und wir besuchen uns gegenseitig und haben immer sehr viel Spaß, wenn wir uns sehen. Ja, nichts mehr zu ergänzen. Adri Dörre ist eine der Ansprechpartnerinnen der Freiwilligen Feuerwehr Vilmar, wenn es um die Tanzgruppen geht. Ja, die Tanzgruppe gibt es seit 2005 in der Form. Die Kinder sind jetzt seit, ich glaube, 3 Jahren vorhanden und macht einfach Spaß. Kommt zu uns, es macht wirklich Spaß. Mittwochs zum Training, super. Also die Damen trainieren das ganze Jahr, genau. Und die Kinder auch. Und die Männer, die sind da etwas entspannter. Wir trainieren dann in der heißen Phase. Bei uns ist auch ein bisschen nachlässiger. Bei uns lachen die Leute über Fehler. Die Damen, die sind da ein wenig professioneller unterwegs wie wir. Dafür sind wir aber immer die Lustigen, die auch mit den Damen zusammen dann eine gute Show auf die Beine stellen. Mittlerweile gibt es 3 Tanzgruppen. Die Jüngsten sind die Rising Flames und die jungen Damen sind die Burning Flames. Die Herren treten nur zur Faschingszeit als die Elfer auf. Genau, die Tanzgruppen, also alle Tanzgruppen, Kinder, Damen und Herren, sind Teil des Feuerwehrvereins, also des Fördervereins der Freiwilligen Feuerwehr Vilmar. Und laufen darunter, werden davon gefördert, von den Vereinsgeldern wird was bezahlt, die Ausflüge werden organisiert und sind praktisch auch aktiver Bestandteil des Feuerwehrvereins. Die Auftritte der Jugendlichen und Damen beschränken sich nicht nur auf die Faschingszeit, die der Männer hingegen schon. Wir nehmen, glaube ich, an 7 oder 8 Veranstaltungen teil, plus unsere eigene. Ja, und wir von den Männern, wir tanzen. Wir haben Tanzspektakel, wir haben am Familienabend der Feuerwehr dieses Jahr zum ersten Mal getanzt, mal außer der Reihe. Und wir sind noch in Kirberg dieses Jahr am 22. in La am 23.2. und in Niederbrechen am 25.2. Diese hohe Frequenz an Trainingstagen und Auftritten erfordern von allen eine recht gute Kondition. So wird der Winterspeck sicherlich rasch wieder aufgebraucht. Stimmt. Wir versuchen es. Das klappt besser und schlechter bei dem einen oder anderen. Von Göttern gezeugt, von Wölfen großgezogen und schließlich zum Ritter geschlagen. So liest sich die Vita von Ralf Neumann, auch bekannt als Hotti Wolperdinger. Ihm gelingt es im Handumdrehen im Saal eine fantastische Stimmung zu erzeugen. DJ Ralf Neumann führt hier in der König-Konrad-Halle zum 3. Mal durchs Programm und präsentiert 16 atemberaubende Show- und Gardetanzgruppen. Den Burning und Rising Flames der Freiwilligen Feuerwehr Vilmar gebührt die Aufgabe, mit ihrem Gardetanz den Anfang eines gewaltigen, bunten Feuerwerks an Kostümen und spektakulären Tänzen zu gestalten. Trainiert von Theresa und Dagmar Kaspari präsentieren die beiden Tanzgruppen einen zackigen Gardetanz, der das Publikum sogleich mitreißt. Police Department. So heißt das Thema der Diamond Girls vom TSV Erfurt.
Auf der Bühne tanzen hier 14 junge Damen im respekteinflößenden Police Officer Outfit. Seit 3 Jahren wird diese junge Gruppe von Saskia Di Paolo und Annabel Hofmann trainiert. Der TV Dauborn mit der Showtanzgruppe First Generation wird von Tonja Pfeiffer trainiert. Sie entführen ihr Publikum dieses Jahr nach Rio de Janeiro. In ihrem farbenprächtigen Outfit sind diese 12 Tänzerinnen ein wahrer Augenschmaus. Samba to Instruction, so lautet der Titel ihres Tanzes. Auch die Chiorias waren schon letztes Jahr dabei. Sie werden beim MGV Frohsinn Niederbrechen von Katharina Frank und Lilia Schitz trainiert. Der Hass regiert über die Erde. Und die Bewohner wollen diesem entfliehen und bringen schließlich die Liebe zurück. Was für ein schönes Statement dieser wunderbaren Showtanzgruppe. Und auch die Magic Dancer des TSV Kirberg haben sich die amerikanischen Police Officer zum Thema gemacht. Der Titel der Magic Dancer lautet Police Academy. 11 Mädels im Alter zwischen 14 und 15 Jahren wirbeln hier gekonnt über die Bühne. Trainiert werden sie in Kirberg von Katharina Walter. Und wieder tanzt die jüngste Gruppe der Freiwilligen Feuerwehr Filmer, die Rising Flames. Theresa und Dagmar Kaspari haben sich eine Choreografie passend zu ihrem Verein ausgedacht. Feuerwehr. Und jetzt kommen sie. Die Hunger auf mehr machen und das Publikum von den Sitzen reißen. Die kleinen, warmen Kartoffelklößchen. Die Männerballettgruppe aus Kirberg. Sie sind seit 19 Jahren aktiv und tanzen ausschließlich zum Spaß an der Freude. Mit ihrer Trainerin Kerstin Eichhorn haben sie sich in den Wilden Westen gebeamt, in den rauchigen Salon mit seinen Glamour Girls und hartgesottenen Cowboys. Dieses Jahr zum ersten Mal in Filmer dabei. Scarabouche. Neun Tänzerinnen mit ihrer Trainerin Desiree Rausch aus Hintermeiligen beschwören den Drachen. Aus Böse wird gut. Die guten Drachen zeigen dem Bösen, dass in jedem Drachen ein guter Drache steckt. Thank you.
erste Halbzeit beschließen die Ölver. Ölf, also elf alte Herren der Freiwilligen Feuerwehr, die allen beweisen wollen, dass Opa noch lange nicht zum alten Eisen gehört. Auch dieses Männerballett der Freiwilligen Feuerwehr wurde von Theresa und Dagmar Kaspari trainiert. Bingo, bingo, we've got a bingo here, bingo. Nach der Pause heizt die Gruppe Plan B vom Erfurter Tanzsportverein den Saal wieder ein. Diese Powergirls entführten das Publikum in eine Autowerkstatt. Wer mochte da nicht gerne den neuen Mädels von der Werkstatt seinen Pink Cadillac anvertrauen? Trainer Frank Hofmann ist es gelungen, einen powergeladenen Showtanz auf die Bühne zu zaubern. Back to the 70s, in die Hippie, Pop-Up, Flower, Power-Zeit. Das Männerballett Die Aresynchronen starten zum ersten Mal auf dem Tanzspektakel der Freiwilligen Feuerwehr Vilmar. Diese 10 Männer vom TuS Hahnstätten tanzen bereits seit 2001 zusammen. Trainiert werden sie von Tanja Herkel und Isa Christian. Das Horoskop. Die Zukunft steht in den Sternen. Den Trainerinnen Julia Finsterseifer und Luisa Seiler von der Showtanzgruppe Weiße Funken Neunkirchen ist es gelungen, ein visuelles Spektakel mit fantastischen Lichteffekten auf die Bühne zu bringen. Sage und schreibe 21 Tänzerinnen bringen uns die Zukunft nahe. Wohl dem, der erkennt, was für ihn oder ihr in den Sternen geschrieben steht. Aus der puren Freude am gemeinsamen Hobby tanzt das Männerballett Niederbrechen ausschließlich zur Fasenacht. Zehn Schornsteinfeger wollen uns überzeugen, herrlich ist die Fegerei. Einstudiert wurde dieser Show-Act von Katharina und Doreen Frank. Und wieder tanzt die Freiwillige Feuerwehr Vilmar. 22 Tänzerinnen, die Burning Flames, präsentieren eine Hexenjagd. Mein Name ist Gretel. Und das ist mein Bruder Hänsel. Wir werden
Hänsel und Gretel tanzen hier beeindruckend ohne Furcht durch den finsteren Wald. Wie kann es anders sein? Trainiert werden die Burning Flames von Theresa und Dagmar Kaspari. Chamäleons auf der Suche nach der verlorenen Farbe. So heißt das Thema von Magiscania, der Sporttanz- und Gymnastikgruppe aus Ella. Mit ihrer Trainerin Laurena Wundrak sind auch diese 18 Tänzerinnen das erste Jahr in Filma dabei. Sie sind seit 6 Jahren zusammen und Magiscania freut sich auf eine tierisch schöne Faschings- und Turnierzeit. United Escalation und die Dancing Flames haben sich in dieser Session zu einer Gruppe zusammengefügt. Trainiert werden sie im Irmtrauter Karnevalsclub von Tabea Bayer, Susanne Korbach und Katharina Bornwasser. Diese 17 Tänzerinnen tanzen den Sandmann im Kampf gegen den Albtraum. Eines lässt sich ohne Übertreibung sagen. Ein Albtraum war das 6. Filmerer Tanzspektakel keineswegs. Bunte Showtanzgruppen mit spektakulären Tänzen und tollen Ideen überzeugten das Publikum im Handumdrehen. Nachdem 16 Gruppen ihr Programm beendet hatten, ging die Party in der König-Konrad-Halle mit DJ Ralf Neumann weiter und fand noch lange kein Ende. Wir freuen uns schon auf das nächste Jahr und hoffen, viele dieser fantastischen Showtanzgruppen wiederzusehen.